Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Story of Seasons. So, meine Lieben, wir gehen zu unseren Tierchen, kümmern uns noch um unsere Tierchen und um unsere Hühnerchen. Die haben nämlich nichts mehr zu fressen. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. So, ich frage mich auch immer noch, ob man eigentlich Hühnerfutter auch selbst machen kann. Bestimmt, oder? Irgendwie. Aber ich weiß halt noch nicht wie. Naja, wie dem auch sei. Ich glaube, heute stand auch nichts Wichtiges an, oder? Hier ist alles gut. Dann gehen wir direkt rüber zu unserem Schäfchen. Ja, ich weiß echt noch nicht, was besser ist. Sich einfach ein paar Kühe zu kaufen und fertig. Oder wirklich dann so mega lange zu warten, bis mal ein Kälbchen geboren wird. Weil das ist schon ziemlich lange, muss ich sagen. So, Wollschere. Ich glaube, hier können wir schon genau scheren. Perfekt. Und dann Bürsten. Genau. Bürsten müssen wir auch noch. So, du natürlich auch. Perfekt. So. Und dann hier noch für dich. Zack, zack. Sehr schön. Okay, Hanako geht es gut. Aiko geht es auch gut. Ja, und Yuki geht sowieso prima. Ach Gott, ich wünschte, es stand daneben, wie lange sie schon trächtig ist. Ja, ich habe es vergessen. Ich habe noch versucht, drüber nachzudenken. Also ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich habe es einfach mal vergessen. Ich weiß leider nicht, wie lange sie schon trächtig ist. So, wir müssen Eda auch mal wieder besuchen gehen. So, hallo. Guten Morgen. So, ich schenke ja auch mal wieder hier so einen Schmetterling. Ich hoffe, das gefällt ihr. Aber ich denke mal schon. Irgendwie wird sie es schon mögen, bestimmt. So, was steht dann an heute? Wir müssen auf jeden Fall sammeln gehen. Wir müssen Geld, also sammeln. Wir brauchen Geld. Sonst können wir im Herbst echt keine Samen kaufen. Und das wäre natürlich nicht so schön. Aber ich finde es echt cool, dass wir uns die Samen jetzt selbst machen können und dass es noch nicht mal so lange dauert eigentlich. Also wirklich, es dauert gar nicht mal so lange. Von daher ist das sehr, sehr praktisch. Natürlich müssen wir uns die ersten Samen selbst kaufen. Aber vielleicht könnten wir so Karottensamen draus machen. Geht das? Ich könnte es ja mal versuchen. Oder ich gehe erstmal gucken, ob es überhaupt Karottensamen oder so Karotten, ob man die überhaupt auswählen kann. Weil wenn das geht, kaufe ich einfach ein paar Karotten, mache da getrocknete Karotten draus und dann mache ich mir da Samen draus und fertig. Das wäre ja ganz cool, dann könnte ich die Karotten selbst anbauen vielleicht. Vielleicht. Ich weiß ja nicht, wann man die mal anbauen kann, in welcher Jahreszeit. Aber das wäre ja mal eine Idee. Ich glaube, da werde ich gleich mal nachgucken, ob das geht. Oh, was ist das? Eine Lachsforelle. Oh. Naja, besser als nichts. Es bringt Geld, von daher passt das schon. Okay, das war's. Dann gehen wir weiter. Sammeln wir alles auf, was hier nicht niet- und nagelfest ist. Und überhaupt. So, ich bin noch ein bisschen müde. Es ist früh am Morgen. Ich habe mal wieder schlecht geschlafen. So wie immer eigentlich. Ich schlafe immer schlecht, ich weiß auch nicht warum. So, deswegen, ja, verzeiht mir, wenn ich irgendwie ein bisschen müde klinge. Aber so ist das nun mal und ich muss ja so viel aufnehmen für meinen Urlaub. Ach Gott. Wahrscheinlich läuft dieser Part genau dann, wenn ich im Urlaub bin. Aber ich freue mich schon so mega auf den Urlaub. Wir haben uns schon ein paar Sachen überlegt, die wir machen wollen mit den Kindern. Wir fahren ja nicht so weit weg, also wir fliegen jetzt nicht irgendwo hin oder so. Aber wir fahren halt auf einem Bauernhof ganz gemütlich und ja, wir wollten dann sehr wahrscheinlich einmal in den Heidepark fahren mit den Kindern. Das ist bestimmt, also der Heidepark ist mega cool, weil wir waren da schon ein paar Mal. Und wir freuen uns dann, wenn wir wieder in der Gegend sind, dann können wir nämlich nochmal hinfahren. Yay! Und dann habe ich gehört, soll es wohl in der Nähe ein ganz tolles Mitmachmuseum oder sowas geben. Da kann man dann wohl als Kind oder die Kinder, die können halt wohl irgendwie, keine Ahnung, an gewissen Stationen oder so mitmachen.
Und ja, das klang interessant und eventuell fahren wir da dann halt auch noch hin. Ich bin froh, dass wir auf dem Bauernhof ein hauseigenes Schwimmbad haben. Dann brauchen wir wenigstens nicht schwimmen fahren. Das können wir halt so machen. Wir fahren nicht gerne schwimmen. Also die Kinder schon, aber ich und mein Mann, wir fahren echt nicht gerne schwimmen, weil wir sind, ja, man könnte wirklich sagen, wir sind zu pingelig fürs Schwimmbad. Es tut mir auch sehr leid, aber ich persönlich finde es immer total eklig, im Schwimmbad rumzurennen. Weil, weiß ich nicht, die Leute, denen ist immer alles so scheißegal und die hüpfen alle da so ins Wasser rein. Und ich habe schon Leute gesehen, die haben einfach ihre Kinder mit der stinknormalen Windel mit ins Wasser genommen. Das fand ich furchtbar ekelhaft, weil diese Windeln dann nun mal nicht dazu ausgelegt sind, im Wasser drin zu sein und saugen sich dementsprechend voll und dann läuft natürlich alles raus und das ist denen dann aber egal und das fand ich dann irgendwie voll eklig und seitdem gehe ich nicht mehr ins Schwimmbad. Ja, ich bin da wirklich sehr pingelig, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich ich habe einfach schon so viel erlebt, so viel, wo ich mir dachte, ey, wie kann das sein? Wie kann das bitte schön passieren, dass ich einfach keinen Bock mehr auf Schwimmbad habe, auf so viele Menschen und so, die dann da im Wasser rumtummeln. Dann lieber ein privates Schwimmbad. Yay. So, jetzt habe ich so viel geplappert, dass ich überhaupt nicht mitgekriegt habe, was wir jetzt alles so gefunden haben. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, es war auch bisher echt nicht viel, nur ein paar Käfer oder so. Aber meine Herzchen sind schon wieder so niedrig, ne? Wie kann das sein? Ich habe doch so eine super duper. Ja, ich sollte vielleicht mal die anderen Gerätschaften, die wir so benutzen, aufbessern. Kann das sein? Dass wir halt so diese alten Sachen mal wegkriegen an Bürsten und sowas. Das könnte ja vielleicht sogar dann besser sein. Aber ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen, um das zu verbessern. Wahrscheinlich Eisen wieder. Wobei, wir haben ja zwei Eisen gefunden. Und da geht Klaus. So. Noch ein paar Käfer einsammeln. Und dann gehen wir, glaube ich, oder? Gehen wir was essen? Ach, ich weiß nicht, das ist halt immer so teuer, aber eigentlich würde es sich schon lohnen, wenn ich was essen gehen würde. Dann könnte ich nochmal versuchen, den Baum zu fällen. Und gesammelt habe ich ja ohne Ende. Von daher passt das ja. Ja, ich gehe hier jetzt nochmal sammeln und dann mal gucken. Ich könnte auch nochmal ins Fischgehege gucken. Und wenn es dann kaputt geht, dann werde ich ein neues Fischgehege dahinstellen mit diesem einen Fisch drin. So. Alle bis auf einen herausnehmen. Aber es scheint immer noch. Nee, doch nicht. Es ist kaputt gegangen. Oh, immerhin Eisen unter dem Fischgehege gefunden. Das ist ja schon mal was. Habe ich ein neues? Tatsache, habe ich sogar, aber der Fisch ist jetzt noch im Kühlschrank. Ich glaube, den kann ich da jetzt nicht reinlegen, oder? Oder kann man das vielleicht auch wechseln vom Kühlschrank aus? Nee. Nee, schade, das geht nicht. Geht wirklich nur das, was ich in der Tasche habe, glaube ich. Das ist natürlich doof. Da müsste ich gleich einmal zurücklatschen und dann da den Fisch holen aus dem Kühlschrank. Ich hoffe, das funktioniert da noch mit dem Fisch. Immerhin lag der wochenlang im Kühlschrank, ja. Naja, auf jeden Fall werde ich dann den da reintun, diesen Seebarsch oder wie der hieß. Das ist dann, denke ich mal, ein bisschen besser als die ganzen Aju-Fische. Wobei die Aju-Fische haben ja auch Geld gebracht. Aber so ist vielleicht noch cooler, ne? So, perfekt. Immerhin ein bisschen was finden wir ja. Wenn auch nicht so viel. Ach Mensch, ich wünschte, wir wären reich. Ich wünschte, wir wären reich, dann könnten wir einfach alles bauen, was wir möchten. Bräuchten uns nicht mehr anstrengen. Das wäre doch cool. Obwohl, ich glaube, dann würde das Spiel ziemlich langweilig werden, wenn wir tatsächlich reich wären. Na, komm schon. Na, bleibst du wohl auf der Mauer?
So, hier ist nichts. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier rein und kaufe einfach eine Karotte. Und wenn es dann nichts bringt, habe ich die Karotte halt umsonst gekauft. Aber ich brauche ja eh ein paar Karotten für Klaus. So, Karotten. Ist eine Herbstpflanze. Ha, na super. So, ich kaufe mal 2 Stück. Okay. 2 Stück haben wir gekauft. Dann werde ich da mal gucken. Aber da es eine Herbstpflanze ist, können wir die dann eh nicht mehr diesen Herbst wahrscheinlich anbauen. Es sei denn, die würde mega schnell wachsen. Dann würde das gehen. Hey! Mistel ist auch da, guck mal. Warte doch mal. Ach. So, hier. So, jetzt muss ich das natürlich wieder aufheben. Ist ja klar, das können wir ja nicht einfach so liegen lassen. Eda ist auch schon hier. Meine Güte. Heute ist großer Ausgehtag anscheinend. Alle gehen irgendwie spazieren. Oh, oh, was ist das? Ach, ich glaube ein Glasstein. Naja, es sah gerade so toll aus, als wäre da irgendwas super Tolles rausgefallen. Deine Taschen haben keinen Platz mehr. Was? So, einen Platz haben wir jetzt noch. Das ist doch super. Dann gehe ich mal eben gucken, aber ich glaube, heute ist ja gar keiner da, ne? Ne, schade. Na gut, dann gehen wir noch eben was essen, würde ich sagen. Wenn das geht, dann gehen wir noch was essen. Und, ja. Und machen andere tolle Sachen. Wie Bäume fällen. So, hier das einmal. Kann man das eigentlich auch wegdrücken? Tatsache, sehr schön. Dann brauchen wir uns das nicht immer reinziehen, wie wir da das Essen essen. So, eine Kaffeepackung für dich. Sehr schön. Jetzt habe ich nicht mehr viele Kaffeepackungen. Das ist natürlich schade. Aber was will man machen? So, wir sind ja wirklich sehr gut dabei, muss ich sagen. Ich meine, wir haben schon ziemlich viel geschafft. So, ich glaube, ich nehme mal mein Pferd. Huch. Ach so. Ich habe ja eine Karotte bei mir. Dann kann ich anscheinend direkt irgendwo hinwechseln. Aber die Karotten brauche ich ja. So, dann mal schnell zur Farm zurück. Ich weiß, ich war jetzt noch nicht bei Fritz, aber ich denke mal, das macht nichts, wenn wir mal einmal nicht bei ihm waren. Er wird uns bestimmt nicht sofort hassen, oder? Nee, bestimmt nicht. So. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt wird's spannend. Können wir mit der Karotte irgendwas machen? Eigentlich gegossen? Ich weiß es nicht. Ich glaube eigentlich schon. Es ist ja schon abends, natürlich. So, also mal schauen. Nee, das war Kartoffel, nicht Karotte. Tomate. Hier, Karotte. Tatsache, dann machen wir mal eine. Eine machen wir mal zu einer getrockneten Karotte. Wie lange dauert das? Noch 22 Minuten. Ah, das ist ja cool. Dann ist das ja gleich fertig. Hier ist was fertig. Ich habe nicht genug Platz in der Tasche. Oh, da muss ich mal eben was rauslegen. So, legen wir mal eben hier alles Mögliche raus. Die frischen Tomaten, die Karotte, die Eier. Und die ganzen Fische. Dann haben wir auch wieder Platz in der Tasche. So. Oh, Minze haben wir gefunden. Alles klar. So. Ne, Moment. Ich bin ja noch beim Kühlschrank. So, Lagerkiste. Da können wir bestimmt auch einiges reinlegen. Genau, hier das ganze Futter zum Beispiel. Die Wolle.
die ganzen Tiere mal wieder. Ah, die Taschen füllen sich aber auch immer schnell, ne? Ich bräuchte echt mal eine größere Tasche, aber noch geht's ja. Da muss ich halt öfters mal einfach alles reinlegen. So, alles schön rein. 11-mal Unkraut, das ist natürlich auch ganz toll. So, das war's. Ach nee, nicht herausnehmen. So, Werkzeugkiste. Mal gucken, was können wir hier reinlegen. Fischgehege, ja, das können wir erstmal noch reinlegen. Den Hammer können wir auch wieder reinlegen. Und die Angel packe ich auch mal rein. So. Sehr schön. Was habe ich denn ja jetzt bekommen? keiner weiß es. Ach, wahrscheinlich die Tomatensamen, ne? Das kann sein. So, dann lege ich das. Oh, da ist Fritz. Fritz ist da. Dann gehe ich doch mal eben zu ihm. Und dann gucken wir mal. Yuki, friss mir bloß nicht die Tomaten auf, ey. So, dass wir ihm das hier mal noch eben schenken, bevor er zu Eda geht. Yep, bitteschön. Edas Sohn. Ein Event! Wie geht es euch allen? Hier war es in den letzten Tagen ziemlich heiß. Ich hoffe, ihr hattet besseres Wetter. Oh, hallo Shiva. Ich habe gar nicht gehört, wie du reingekommen bist. Ich habe mir gerade dieses Foto von meinem Sohn angeschaut und konnte nicht anders als so zu reden, als sei er hier. Das passiert ständig. Siehst du? Das da ist mein Sohn. Ich kann zwar nicht genau sagen, wieso, aber irgendwie erinnerst du mich an ihn, Shiva. Genau, wo bleiben meine Manieren? Bitte setz dich doch und ruh dich aus. Ich mache uns ein bisschen Tee. Das Foto hier wurde gemacht, bevor mein Sohn ausgezogen ist. Das ist schon lange her. Er ist in dieser Stadt geboren und aufgewachsen. Irgendwann hat er geheiratet und selbst Kinder gekriegt. Das sind meine Enkelkinder. Das war eine herrliche Zeit. Wir haben alle zusammen hier auf der Farm gearbeitet. Mein Sohn hatte es aber nie so mit der Farmarbeit. Irgendwann hat er dann eine Stelle in einer großen Firma in der Stadt angenommen und ist mit seiner ganzen Familie dahin gezogen. Jedenfalls hat er das versucht. Sein Sohn hat die Farm geliebt und konnte den Gedanken, in die Großstadt zu ziehen, nicht ertragen. Also haben mein Mann und ich uns hier um ihn gekümmert. Er hat mehrere Jahre lang hier bei uns gelebt. Mein Enkel hat das Farmleben wirklich geliebt. Er hat sich sogar gefreut, wenn er mit anpacken sollte. Als mein Mann dann von uns gegangen ist, hat er sich viel um mich gekümmert. Aber er sollte schließlich sein eigenes Leben leben. Und es wäre einfach ungerecht gewesen, ihn für immer hier zu behalten. Ich habe das mit meinem Sohn besprochen und meinen Enkel zu seiner Familie geschickt, damit er mit ihnen zusammen in der Stadt leben kann. Oh, keine Sorge, Kleines. Mein Enkel ist nun erwachsen und versteht jetzt voll und ganz, warum wir diese Entscheidung getroffen haben. Vor ein paar Jahren hat er mir einen Brief darüber geschrieben. Er hat es wirklich zu etwas gebracht. Oh, stimmt. Hier ist ein Foto von ihm. Schau es dir mal an, Shiva.
Das da, das ist das neueste Foto, das er mir geschickt hat. Das hier ist eins von der Familie meines Sohnes. Mein Enkel ist der ganz vorne. Sie sind eine richtig glückliche Familie. Als mein Enkel mir geschrieben hat, meinte er, dass er sofort zurückkommt, wenn ich mich einsam fühle. Und deshalb habe ich ihm nie gesagt, ob ich einsam bin oder nicht. Er hat so ein tolles Leben in der Stadt, das will ich ihm nicht wegnehmen. Außerdem habe ich ja meine Farm. Und ich habe dich, Fritz und all die anderen netten Leute aus der Stadt. Da wird man nicht so leicht einsam. Ach Gottchen, tut mir leid, ich habe dir ja richtig die Ohren voll gequatscht. Ich hatte gar nicht vor, dir so viel Zeit zu stehlen. Aber es war so schön, sich mit dir zu unterhalten, Kleines. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen, wenn du Lust hast. No, wie schön! Wir hatten ein weiteres Event von Eda! Yay! So, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem neuen Part auf jeden Fall wieder. Bis dahin! Tschüssi!